Halli, hallo, herzlich willkommen zurück zu Prüsein Architekt. Mit mir, dem Tenji von The Noobs Kanal. So, erste Amtshandlung, die wir hier als Leiter dieses Gefängnisses ausführen, ist die Tatsache, dass jemand gesagt hat oder in meinen Kommentar geschrieben hat, glaube ich, Jesse, ich weiß es nicht mehr, ich kann mir Namen nicht merken, ich Idiot. Und zwar schrieb er sie es, dass ich aus Versehen etwas geändert habe beim Essen. Und ich suche gerade, wo das war. Man bin ich doof hier. Und zwar hier Mehl. Es gibt keine Variation. Es gibt nur noch Grünkohl. Na gut, jetzt ist alles auf High. Kostet aber Geld, ne? Wow, das kostet ja richtig Geld. Oh mein Gott, ich mache aber noch Medium. Boah, ey, das ist ja richtig teuer. Boah. Gut, machen wir Medium. Da gibt es jetzt ein bisschen was. Dann schrieb er auch gleich noch, das mit der Küche würde vielleicht funktionieren, wenn ich die Tür nicht immer auf immer offen stehen hätte. Aber ich glaube nicht, dass das Problem ist. Ich glaube, wenn ich hier zumache, rennen mir die Leute trotzdem genüsslich raus. Ich teste es einfach mal. Warum auch nicht? So, vielleicht liegt es wirklich daran. Das wäre echt lustig. Das Problem ist nur, dass jetzt die Köche hier Zeit brauchen. So, ich möchte mal, schaue ich mal schnell hier rein. Es ist ja immer noch High Security. Aber die Küche ist ja jetzt eigentlich geschlossen. Aber die High Security Leute durften sich ja trotzdem nicht hier aufhalten eigentlich. Weil hier zum Beispiel arbeiten und so sollten sie eigentlich auch nicht laufen. Die kleinen Schweinis. Da, wurde schon wieder was gefunden. Das gibt's ja gar nicht. Ja, und 0 Uhr werden wir jetzt immer einfach mal sagen, dass wir jedes Mal 0 Uhr alle Zellen durchsuchen, die es so gibt. Denn die schmuggeln gerne ganz schön viel Zeug rein, die Schweine. Obwohl, es ist schon ein bisschen runtergegangen. Außer das Zeug, das ist schwierig. Liegt vielleicht auch daran, dass hier noch was ist. Wir haben ja jetzt ein bisschen Strom gespart durch den Stromteil. Dann können wir hier vielleicht auch mal zwei Sachen hinsetzen. So eine zwei solche, ihr wisst schon. Detektoren, Metalldetektoren. Ich frage mich, wie das dann rausfinden sollen, aber vielleicht machen das die Hunde. So, dann gab es nochmal irgendwie ein Hinweis. Unter diese Billardtische soll ein Tunnel sein, aber ja, woran erkennt man denn sowas? Ich weiß es noch nicht. So, der Schauer, wird die eigentlich verwendet? Aber ich glaube, das haben wir jetzt fertig bekommen. Ach du Scheiße. Was sind das hier für Löcher? Moment, waren die schon immer da? Scheiße, wie viel sind denn uns abgehauen? Ne, nicht das, sondern hier. 6 Leute sind abgehauen. Oh, wir hatten doch letztens minus 100.000, jetzt haben wir plus 220.000. Was ist hier los? Krass, krass. Was? Time without incidents? Was? 1383 Stunden? Nee, da kann doch was nicht hinhauen. Die kloppen sich doch permanent bei uns. Ist sogar einer gestorben das letzte Mal. Das gibt's ja gar nicht. Ja, schied anscheinend sehr gut. So wie es aussieht. Ja, ich werde das mal schnell wegmachen, hier die Dinger. Ich mache mal wieder Play. Dann machen wir hier Demolish wohl. Na, hier, das hier wollen wir mal. Und bitte alles wegmachen. Ja, jetzt schlafen die alle. Da kommt einer nicht ran. Naja. Wird halt abgebrochen. Ja, und wie sieht's aus hier? High Security Leute, alle drinnen? Ja, alle sind noch da. Ich habe auch übrigens gelesen, High Security Leute bringen nicht mehr Geld oder so. Also ist halt fraglich, ob es überhaupt was bringt, die jetzt so mehrere von denen zu bekommen, weil die immer nur rummeckern. Die meckern nur rum. Die können nur rummeckern. Was haben wir hier noch? One punishments have been handed down. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Handed down. Ich verstehe es nicht. So, ich wollte ja eigentlich Solitaries. Das sind doch noch welche. Haben die hier irgendwie. Ah, das soll ich vielleicht doch noch. Ja. Warum ist das verbunden? Hier ist doch eine Tür dazwischen. Naja, egal. Wir schauen dann einfach. Ah, ich wollte eigentlich eine Durchsuchung machen. Naja. Oh, was ist denn hier los? Ach, haben die jetzt. Nee, hä? Ist jetzt einer entkommen oder wie? Ich verstehe es gerade nicht. Mach das mal weg. Also irgendwie hat er gerade noch mehr gefunden anscheinend. Noch eine Verlängerung des Tunnels.
Keine Ahnung, was das hier ist. Ich glaube, das ist auch beim Austretchen, also als wir jetzt das Grundstück gekauft haben, ist es, glaube ich, auch ja, so passiert, dass die sich dann irgendwo dahingesetzt haben. Genau wie das Geld. Das war ja übrigens immer hier in der Ecke, jetzt ist es da in der Ecke. Also, komisch. So, was haben wir überhaupt vor? Das ist auch noch so eine Frage. Essen wollte ich ja verbessern, genau. Wir haben ja jetzt hier mehr hingebaut. Noch zwei Kucker und zwei Kühlschränke. So, Hunde müssen wir später auch nochmal verbessern. Und jemand hat natürlich gesagt, ich soll doch endlich mal den Gardener einstellen. Den haben wir ja letztens erforscht. So, machen wir gleich zwei. Wobei, das kostet natürlich alles Geld. Daily Cashflow sieht nicht besonders rosig aus. Wir werden es sehen. Was kommt denn eigentlich rein? Was lassen wir denn gerade für Leute rein? Oben. Perfekt, das passt. Ja, die haben noch ein paar Jahre. Die rauskommen, das dauert eine Weile. Gut, dann, wir haben ja das neue Regime. Genau, es geht jetzt los. Free Time. Liegen jetzt noch welche und schlafen noch welche? Genau, die schlafen noch. Ist ja Free Time. Aber die schon munter sind, die rennen jetzt schon los und gehen gleich hier in diesen Room. Und dann können die da alle ihre Needs nachgehen. Ich finde es schade, dass man überhaupt nichts sieht. Man weiß auch gar nicht, wie viele da hocken. Einer vielleicht nur? Einer? Zwei? Ich weiß es nicht. Nun gut, die können jetzt alles machen, was sie wollen. Hier haben wir jetzt eigentlich die Schauer, aber in der Schauer, wie man sieht, ist so gut wie nie einer drinne von uns. Das heißt, die sind immer sehr unachtsam. Ich glaube, wir müssen mal Dings anpassen, die Patrouille. Ja, also hier muss jetzt, naja, ist eigentlich ganz gut, weil dann können wir jetzt eigentlich sagen, hier. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn jetzt hier, was? Ich glaube, so hier. Jetzt habe ich hier noch einen dazu genommen. Naja, da haben wir halt mehrere Leute, die da rumpatrouillieren. Die laufen halt immer so im Kreis, warum auch nicht. Und beziehungsweise, ja, das wollte ich ja nicht machen. Ich wollte ja eigentlich machen, dass sie auch mal hier reinlaufen. So. Das fände ich auch ganz schick. Dann, wie viel haben wir denn noch frei? 10 Guards haben wir frei, das ist gut. Die können die Leute reinlassen und Sachen bringen und alles. Ja, jemand hat auch gesagt, ich soll mehr Arbeiter einstellen. Das Problem ist, erstens, Arbeiter kosten ja Geld. Und die kosten 100 pro Tag. Ist auch nicht so schön. 100 pro Tag, finde ich echt viel. So, Essen. Jetzt kommt der kritische Punkt. Also oben gibt es ja kein Essen mehr. Das ist ja klar, dass die dann hier unten trotzdem durchlaufen, weil die müssen ja auch irgendwo essen. Aber ich glaube, das bringt nicht viel, da oben alles Eis zu sperren. Wir werden ja sehen, ob die jetzt arbeiten gehen oder ob die nicht arbeiten gehen. So, statt zu essen, gehen sie erstmal aufs Klo. Ist ja nicht so, dass sie bloß 2 Stunden Zeit hätten zum Essen und schon 1 Stunde auf dem Klo verbringen. Aber dafür habe ich jetzt Free Time gemacht, in der Hoffnung, dass sie dann noch zu Ende essen. Ja, ich wollte ja auch mehr Tische und sowas reinstellen, genau, das hatte ich letztens auch angefangen. So, die paar holen sich jetzt noch irgendwie was zu essen, aber ob sie es auch schaffen, das zu essen. Guck mal hier, wow, die haben richtig aufgestockt. Schaffen die es mit dem Essen? Das ist die Frage, das ist die ganz große Frage. Gucken wir bei Needs. Also Food geht aber gut runter. So ist es nicht. Die Free Time ist jetzt angebrochen. Es essen noch ein paar tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich noch so. Ja, ein paar haben noch gegessen. Nicht schlecht. Gut. Ich lasse es mal für eine Weile so. Nur das mit dem Essen sieht echt knapp aus. Wir werden sehen, was rauskommt. Vielleicht sollte ich tatsächlich die Klos hier doch mal wegmachen. Ich weiß nicht, oder näher ran. Tische auf jeden Fall. Ich baue jetzt noch ein bisschen um. Die Bank habe ich ja da gelassen, weil ich ja eigentlich vorhatte, überall solche Stühle zu machen, weil die einfach bequemer sind. Und wir wissen ja, wir bauen ja ein Luxusgefängnis bei uns. So, hier haben wir die Gefängnis, hier haben wir Table. Ich möchte aber gerne noch das hier machen. Ich habe gerade ein Pfeifen gehört. Was war das denn? Na, Arbeit geht los. Ja, mal schauen, ob die diesen Tag auch wieder so viel produzieren wie vorher. Aber der Danger ist auf jeden Fall nicht so hoch. Also es scheint sich ausgezahlt zu haben, dass wir das so eingerichtet haben. So, das werde ich einfach hier noch hinstellen. So, und dann... Ja, die Bank da oben. Ich hasse diese Bank. Aber ich brauche die ja unbedingt, weil die ja sonst nicht funktioniert, diese Küche. Oder haben die das wieder geändert? Das wäre ganz schön. Küche, nicht Küche, Kantine. Nein. Eine Bench braucht das Ding unbedingt. Ganz, ganz wichtig. Eine Bench. Ich habe ja noch eine.
So, die werde ich jetzt benutzen. Und dann sage ich jetzt einfach hier, an diesen Tisch kommt halt eine Bench dran. Dafür aber auf der anderen Seite Stühle. So. Dann noch ein Table. Sehr schön. Haben wir zwei Tische mehr. Ich frage mich nur, ob die Leute hier durchkommen. Das ist etwas eng hier, aber naja, die werden das schon schaffen. So, der Hund hat mal gebellt. Der rennt durch die Gegend. Ich weiß nicht, warum die das alle machen. Wir werden es sehen. Oh mein Gott, 950. Das werden einfach zu viele Leute entlassen anscheinend. Mal gucken, ob wir das nachholen. Ich musste jetzt einfach was trinken, tut mir leid. Die Frage ist halt, was wir jetzt demnächst noch machen werden. Ich muss irgendwie, auf jeden Fall ist es schon mal gut, dass der Danger schon mal runtergeht. Arbeiten jetzt eigentlich die High Security Leute? Ja, die sind alle am Arbeiten, die sind nämlich nicht da. Hier wird wieder ein Tunnel gefunden, also es läuft doch ganz gut mit den Einstellungen, die wir haben. So, die Leute sind auch ganz zufrieden und anscheinend stellen wir hoffentlich auch genug Platten her. Nur schaffen die das jetzt auch zu essen? Ist auch so eine Frage. Ach so, wir haben ja, ach stimmt ja, das ist ja so ein kleines Mittagsessen, so ein kleines, so ein, ja, Festbar, sage ich mal. Das sind nur ein bisschen Essen und abends gibt es dann nochmal richtig Fettessen. Und das, hoffentlich wird das sich auch so lohnen. Wir werden es sehen. Hier, ja, sieht ganz gut aus. Food geht runter. Ja, Sleep und sowas, das geht ja dann hoffentlich nachher auch noch hoch. Ja, es scheint sich alles doch gut auszuzahlen zu machen. Das wird schon alles funktionieren, so wie wir uns das vorstellen. Ja, Geld brauchen wir trotzdem mal ein bisschen mehr. Also, Gefangene, könnten wir eigentlich ein paar gebrauchen. Wir könnten auch die Zellenblocks natürlich noch erweitern. Was hatten wir ja hier sowieso irgendwann mal vor, dass wir das hier weitermachen. Ja, Duschen haben wir jetzt hier wieder ein paar extra. Sind denn da mal welche reingegangen? Ich weiß nicht, ich sehe da noch nie einer drinne. Die gehen alle hier duschen, wie man hier sieht. Naja, mal gucken. Machen die schon irgendwann. So, dann bauen wir vielleicht hier gleich mal die neuen Zellenblocks. Also, dass wir mal ein bisschen weiterbauen. Was wollte ich denn hier reinbauen? Was soll ich denn da reinbauen? Ja, schon vergessen. Das ist ja toll. Was wollte ich denn? Irgendwas wollte ich da doch hinbauen. Das ist doch ganz komisch geplant. Hier ist das dazwischen frei und ja. Komisch. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich da hinbauen wollte. Werden wir ja später irgendwann mal rausfinden. Ich möchte hier gerne einen Gang bauen, beziehungsweise in den Gang dann halt auch ein paar Zellen. Also hier könnten wir noch ein paar Zellen dran basteln, das ist ja nicht das Problem. Hier noch. Ich baue das erstmal dahin. So. Hier kommen dann die Zellen noch hin. So. Und hier kommen natürlich auch nochmal Zellen hin. Oh shit, wie lang muss das sein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nur 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, 4. Bis dahin. Genau. So, dann baut mal fleißig jetzt. Baut mal fleißig. Irgendwann haue ich da mal eine Tür rein. Eine, ja, künstliche Tür, wie man ja immer reinbauen, so eine Tür, die eigentlich gar keinen Sinn hat. Hauptsache, das wird als Raum anerkannt. Und dann kann ich da nämlich die Zellen reinkopieren. Genau, das kann ich dann machen. Aber es läuft echt gut. Also ich hätte, also die Leute beschweren sich ja gar nicht mehr. Na gut, 10 Leute beschweren sich, aber 10 sagen auch, das ist total super. Das ist ein wunderschönes Hotel. Gefängnis natürlich. Gefängnis. Ja, und deswegen finde ich das ganz gut. Oh, hier wurde wieder was gefunden. Hey, der wird in Handstellen gelegt und läuft weg. Eskortieren zu Zelle. Ist da irgendwo ein unsichtbarer... komisch. So, wie sieht es mit dem Müll jetzt eigentlich aus? Brauchen wir vielleicht eine neue Laundry-Maschine? Weiß ich gar nicht. Kann man später angucken. So, die bauen hier fleißig. Das heißt, ich kann jetzt schon mal eine Tür beordern. Und zwar hier eine kostenlose Tür. Die setze ich von mir aus jetzt hier hin. Nein! Falsche Taste gedrückt! Ah, ich hasse es! Es hat alles wieder abgebrochen hier. Das ist ja immer so nervig, ey. So, jetzt. Ich wollte doch bloß eine Tür da reinbauen. Einfach nur hier eine Tür. So. Genau. Ja, Rechtsklick ist echt nervig. Das ist manchmal nicht so schön. Gut.
Was ist denn hier schon wieder kaputt? Ach nee, das ist die Large Door, die ich aber offen habe. Was ist denn mit dem hier? Der läuft immer noch da oben lang. Hä, der, ach, die kochen? Nein. Ach, die setzen hier was hin. Das ist natürlich schlecht, wenn man... Ja, okay, ich werde das hier mal dismanteln. Dieses Ding hier auch. Nicht, dass sie sonst anfangen, hier alles zu beliefern. Es muss nicht sein. Auch die Sink werde ich noch abbauen. Die müssen da nicht hingehen. So, das machen die schon, weil dann ist mehr Platz für hier unten. Fein, guck dir mal, wie voll das ist. Das ist ja abartig. Das ist ja krass. Oh, ich habe gerade Geld bekommen. Nee, hä? Ach nein, die haben jetzt Lichter gekauft. Deswegen war das jetzt zu teuer. Boah. Das war schon ein teures Stückding hier. Das ist schon nicht gerade günstig, muss ich schon sagen. So, das Ding wird wieder abgebaut. Dann kommt da eine Mauer hin und da ruppe ich hier auf. Und zwar hier wird dann aufgeruppt, logischerweise. Genau, gut. Dann haben wir da unsere neuen Zellen dann. Und damit wir noch mehr Leute reinkriegen. Denn mehr Leute bedeutet mehr Geld. Und mehr Geld bedeutet, ja... Mehr Geld halt. Und wir müssen es ja, wir wollen es ja noch mehr ja freikaufen. Hier gegenüber. Man könnte theoretisch. Und wie viele Platten sind es? Boah, ordentlich. Ja, yeah, 7500. Das ist ja nicht schlecht. Hier drüben könnte man kaufen. Und dann könnte man hier so Sachen machen wie Stromgeneratoren. Können alle hier drüben sein. Die Pumpe kann da drüben sein. Ach shit, hier sind ein Haufen Lichter jetzt gekommen wegen dem Mist da drüben. Man könnte hier auch. Die administrativen Sachen hier, die können wir alle da drüben verlegen eigentlich. Müsste man mal schauen, wie man das später macht. So. Das Ding wird dismantelt. Und dafür wird dann hier eine Mauer reingesetzt dann, wenn das dann mal irgendwann so weit ist. Die latschen ja jetzt alle von außen da lang, ganz klar, weil hier, ja, ist halt schwierig. Die können ja nicht einfach hier rauslaufen, die Leute. Hab ich denn noch so eine Large Store? Nein. Hab ich nicht. Ah, ich baue immer so wenig. Das gefällt mir irgendwie nicht. Dass ich hier immer so wenig baue in so einem ganzen Part. Ich bin halt die ganze Zeit immer am Lunchen. So ein bisschen gucken, was hier so abgeht. Das finde ich auch sehr interessant. Ja, das finde ich auch interessant. Diese ganzen Lichter hier. Sind gut verteilt. Sind gut verteilt. Die kann ich wahrscheinlich alle wieder dismanteln später. Kann ich das nicht eigentlich so irgendwie so... Ja, hier, so. So. Die werde ich nachher da reinkopieren mit diesen Zellen. Eigentlich sollten hier doch überall Lichter sein, an der gleichen Stelle. Aber anscheinend habe ich vergessen, das hier zu machen. Weil hier habe ich das überall gemacht. Da sind die Lichter alle noch an der richtigen Stelle, hier auch. Naja, kopiere ich mir einfach von da drüben dann. So, jetzt macht mal bitte hier die Tür weg und dann kann ich da mal zubasteln. Ja, mach endlich weg das Ding. Gut. Dünn, 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 dünn. So. Wird es hingesetzt, dann kann ich nämlich dann hier endlich aufbrechen, wenn hier dann zu ist. Dauert aber alles, es dauert. Ah, ich habe wieder vergessen, eine Nachtkontrolle zu machen, also alles zu kontrollieren. Komm, das machen wir schnell noch. Hä, was ist denn hier los? Prisoner rennen weg? Rennen die hin? Ach, Freetime ist er jetzt schon. Oh, okay, habe ich nichts gesagt. Ja, wenigstens ein bisschen mal. Hier, guck mal, 7 Spoons wurden gefunden. Mal schauen, wo die gefunden wurden. Hier. Ein Tunnel wurde entdeckt. Passt doch alles. Ja, hier ist ein Spoon. Hier ist natürlich auch ein Spoon. Da, der Owner wird auch angezeigt. Schön lustig. Da, ein Schlagstock. Wow, wurde reingeschmuggelt. Obwohl ich hier, ich habe hier 2 Metalldetektoren, die schmuggeln das Zeug trotzdem hier rein. Was ist das hier? Eine Nadel? Auch von draußen geschmuggelt. Hier ist bloß ein Tunnel. Das gibt's doch gar nicht, was sie alles reinschmuggeln. Wie soll man das denn umgehen? Gut, man könnte natürlich sagen, hier Besucher gibt's gar keine mehr. Würde theoretisch funktionieren. Theoretisch. Ich kann's ja mal zeitlang testen. Aber dann wäre es ja langweilig. Dann schmuggelt es ja nichts mehr rein. Das ist ja langweilig. Ein Gefängnis lebt doch von reinschmuggeln. Ach, auch reingeschmuggelt. Die schmuggeln tatsächlich alles hier rein. Das ist ja echt krass. So, das reicht erstmal. Wir haben ein bisschen was gefunden. Hier, die Wand ist endlich zu. Das heißt, wir können jetzt hier die Wand einreißen und dann geht's ab hier. Dann wird hier kopiert, 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 kopiert. Kostet natürlich Geld. Wir haben auch ein bisschen Geld. Das ist nicht das Problem. Cloning Tool. Wir möchten gerne hier so eine Zelle nehmen. Das ist nämlich eine Musterzelle. Also mit dem Bücherregal noch. Die Bücherregale waren scheiße. Die bringen nichts. Hier sind keine... Concrete Walls, hier sind Concrete Walls. Die Lampe ist richtig, alles perfekt.
Cloning Tool, das heißt, ich glaube so, ja, oder? Nein. Miss Autosaving. So. So eine ganze Ecke bitte. Komplett so. Ah nee, das geht ja nicht so. Ja. Ich muss, glaube ich, so hier machen. Nee, das war falsch. Oh Gott. Abbrechen, 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 abbrechen. Nein, nicht das Cloning-Tool. Abbrechen. Alles abbrechen. Oh mein Gott. Was macht denn der jetzt hier? Nein, du sollst alles abbrechen. Alles abbrechen sollst du. Oh, brech doch alles ab. Oh, der macht das nicht. Ah, nein. Die hacken mir alles tot. Die hacken alles kaputt. Oh, was baut ihr hier für komische Sachen? Ach, Leute. Ihr seid doof, ey. Ihr seid doof. Mann, 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 ey. Na komm, alles weg, bitte. Du, das auch noch, bitte. So, noch einmal. Klontool. Diesmal nehme ich dann doch mal alles erstmal. Zumindest für die erste Zelle. So, das ist alles mit der ersten Wand. Und wieso ist sie so lang auf einmal? Hä? Achso, doch, hier, so, kommt ihr hier rein, genau. Nein, oh, falsche Taste gedrückt. Ach, Mann, Mann, Mann. Heute klappt aber auch gar nichts. So, jetzt aber. So. So kann das reinbauen. Und dann kann ich nämlich sagen, ich kopiere die Zelle nochmal, aber diesmal ohne die Wand, weil die Wand habe ich schon. Dann kann ich sagen, bitte dahin. Da ist ja die Wand. So, dann kann ich sagen, hier. Wie viel Geld haben wir? So. Reicht erstmal. Beziehungsweise unten vielleicht noch drei Zellen. Das können wir auch machen. Die Wand haben wir theoretisch. Das heißt, wir kopieren uns nur das hier. Obwohl, da ist kein Konkret. Ne? Dann vielleicht doch lieber die Zelle. Übrigens, da ist schon wieder ein Tunnel entdeckt worden. Krasse Sache. So. So und so. Sind ein paar Zellen mehr. Sind ein paar Zellen mehr, muss man schon sagen. Ein paar sind es mehr. Ein paar. Ah, jetzt hat er hier eine Tür hingesetzt. Ja, da muss ich die dismanteln. Dumpen? Ach, die ist schon abgebaut. Okay. So, sehr schön. Dann bauen die jetzt hier alles. Und ja, das ist der neue Block. Das heißt, wir können dann auch theoretisch hier mal die Wall einreißen. Hier, das ist ja dann ein normaler Gang. Ja, dann wird das, ja schon. Hm, sehr schön, sehr schön. Mehr Gefangene, mehr Gefangene, mehr Geld. So, wir müssen aber erstmal unser Gefängnis so voll kriegen. Anscheinend hauen die mir tatsächlich immer. Es hauen mehr ab als Nachkommen, habe ich das Gefühl. Wir werden es ja dann später sehen. Gut, hier wurde wieder was geklaut und was entdeckt und keine Ahnung. Tunnel wurden ja auch gemacht, die muss ich nachher auch noch wegmachen. Aber Needs geht echt gut runter, finde ich gut. Wir gucken mal hier an. Oh, Tools sind alle weg. Das finde ich auch sehr interessant. Weapons, naja. Und die ganzen Drogen und so. Ich glaube, man braucht echt mehr Hunde dafür, damit die Drogen alles auch mal entdeckt werden. Ich werde mal noch, keine Ahnung, zwei Dock machen. Und dann muss ich aber auch noch was zum Schlafen für die zwei Hunde machen, weil es wäre sonst langweilig. Die teilen sich natürlich auch die, die teilen sich auch die Routen übrigens. Also, hier, man sieht ja, Dock Patrol, ich habe ja zwei Routen gemacht, einmal ringsherum und einmal hier irgendwie durch. Und die Routen werden geteilt, also je nachdem, wie lang sie sind und so weiter. Und wenn halt mein Hund müde ist, dann ist er müde und dann möchte er schlafen und dann übernimmt eine andere Wache dafür. Denn Hunde müssen tatsächlich sich ausruhen, die können nicht permanent ringsherum laufen. Wird ja lustig, wenn die Guards bei den Guards das dann später auch irgendwann mal so sein wird. Das wird dann schon lustig. So. Die Küche ist auch schön hingebaut worden. Das machen wir gleich nochmal. Diesmal nehmen wir Clone Tool gleich nochmal. Falsche Taste gedrückt. Ich brauche die rechte Maustaste. So. Und setzen wir die einfach hier hin. Und da auch nochmal hin. Komm, was soll der Geiz? Muhahaha. So, 6000 haben wir noch übrig. 800 bekommen wir. Daily Cashflow. Und dann auch für die ganzen Platten, die hoffentlich momentan richtig gut laufen. Vielleicht kann ich ja später noch mehr von den Sachen bauen. Vielleicht kann ich ja hier direkt daneben
Noch ein Workbench bauen, noch so ein Workshop. Ich werde gleich bald größenwahnsinnig. Ich werde eine Fabrik aufbauen für die größte Fabrik, was die Nummernschilder angeht. Ja, ich werde ein richtiger Tycoon werden. Sehr schön. Und hier oben stimmt irgendwas nicht. Ja, hier fehlt die Mauer und die Tür. Ne, das ist die Tür, glaube ich. Aber die Mauer fehlt. So ist die Tür offen. Ah, jetzt. Genau, gut. Sehr schön. Warum sind die Türen offen? Normalerweise sind die immer zu, wenn man eigentlich... Ach so, weil ja Work ist. Ah, okay. Das ergibt Sinn. So, haben wir ein paar Zellen schon? Ah, ja, natürlich vergessen. Das hier müssen wir trotzdem noch anschließen. Dann müssen wir wahrscheinlich doch noch mal so durchgehen. Doch mal per Hand. So, geldtechnisch sollte es ja eigentlich keine Frage sein. Das ist ja... Das wird nicht viel Geld fressen, das Zeug. Jetzt noch ein bisschen Strom. So, Strom kommt von da und von da. Ich ziehe das jetzt aber hier weiter. So, das muss reichen. Und dann sind die Zellen auch schon bezugsfertig. Vorausgesetzt, hier ist noch alles fertig und so. Und dann hier ist halt noch so viel Platz. Ich weiß nicht, ob dann... Es doch nicht besser wäre, wenn ich da jetzt noch irgendwie eine ganz günstige Mauer reinziehe. Ach so, stimmt ja, diese Mauern gehen ja bloß draußen. Schade. Die Mauer ist nicht so günstig. Aber egal, ich baue die jetzt hier hin. So. Da hat keiner was zu suchen da hinten, ganz einfach. Ich hoffe, da sperrt sich nicht irgendeiner jetzt aus. Das machen die nämlich gern, die sperren sich gerne aus. Was ich auch immer sehr interessant finde, dass sie sich gerne so aussperren. So. Ganz wichtig. So, da oben müssen auch nochmal diese Wall hin. Ich mag die Wall total. So. Sehr schön. Die bauen jetzt alles fleißig da oben hin. Die Mauer fehlt immer noch hier. Das dauert also noch tatsächlich etwas länger, weil die ja halt übelst viel bauen müssen. Ja, mehr Workmen. 1, 2, 3. Jetzt haben wir 10 Stück. Es muss reichen. Es muss reichen. Für immer. Mehr brauche ich nie. Das wird reichen müssen. Ah, hier. Ach du Scheiße, stimmt ja. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, habe ich ganz vergessen. Oh, das wird schlecht. Wegen dem Essen. Ach du Heiland. Jetzt habe ich so viel bestellt, dass sie nicht hinterherkommen. Und der Storage Room ist so klein, dass sie da nichts storagen können. Dann werde ich mal schnell noch den Delivery-Reis ein bisschen größer machen. Wo war denn der? Oh mein Gott. Ich mach mal kurz Zell, Solitary, Storage, Delivery hier. Ich mach die mal größer, den Bereich. Damit sie mehr lagern können. Und wenn die mehr lagern können, können sie... Was ist denn hier? Room required? Wie, ja, da braucht... Ah ne, doch, jetzt geht's. Dann können die wenigstens mal alles von den Trucks vielleicht runterladen. Das ist vielleicht dann auch ganz praktisch. Und ich glaube, das favorisieren die auch jedes Mal. Genau. Ne, der hat einfach da hingelegt. Mhm. So, dann macht mal hier alles schön irgendwo hin. Was ist das denn hier? Ja, gut, ist weg. Oh ja. Na, Essen ist ja wichtig. Wenn die Köche nichts mehr zum Essen hier haben, dann wird's schlecht. Was ist das denn hier? Oh, ja. Die haben wahrscheinlich ein paar Probleme mit dem Müll. Ich werde da mal noch einen Mülleimer noch hinsetzen. Obwohl ja gar nichts drin ist in dem Mülleimer. Also, egal, sieht schöner aus. Mache ich doch gerne sowas. Und einen elektrischen Stuhl brauchen wir auf jeden Fall auch noch irgendwann. Auch wenn das natürlich moralisch ein bisschen verwerflich ist, aber ja, zur Abschreckung. Wir verwenden den ja nicht. Man kann ihn auch gar nicht verwenden. Der ist ja nicht im Spiel drin, aber Alter, wie lange die ja basteln müssen. Und dann müssen sie ja hier auch noch basteln. Oh mein Gott, das schaffen die doch nie im Leben. Aber ich würde sagen, ich beende den Part und ich werde das jetzt noch laufen lassen, bis die halt hier fertig sind, bis die da unten noch fertig sind. Ja, und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder und dann klappt das schon irgendwie. Ich mache jetzt noch einen Shakedown. Einfach, weil ich es kann. Ja, einfach, weil ich es kann. Gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part, den ich jetzt anschließend auch aufnehmen werde. Also, bis dann. Tschüssi!